Hallo meine lieben Wikinger und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla! Zunächst einmal ein dickes Entschuldigung bitte, dass ihr jetzt so lange auf die neuen Folgen warten musstet. Ich hatte leider andere Projekte, einmal wegen der Selbstständigkeit hatte ich sehr, sehr wenig Zeit. Und durch den sehr spontanen 24-Stunden-Livestream, den ich sehr schnell koordinieren musste, hatte ich einfach sehr wenig Zeit, um neue Folgen aufzunehmen. Aber das werden wir jetzt alles nachholen. So, meine Lieben, erstmal wünsche ich euch schöne Ostertage, denn wenn diese Folge rauskommt, sollte es Samstag sein. Das heißt, morgen ist Ostern. Und auch in Assassin's Creed Valhalla beginnt die Ostersaison. Ja, ihr bekommt dadurch sogar noch ein Geschenk von ihnen. Dafür müsst ihr mal auf den Shop klicken. In den Animus Shop findet ihr göttliche Belohnungen. Was alles hier enthalten ist, seht ihr hier. Wir haben eine besondere Belohnung zusammengestellt, die kostenlose kosmetische Gegenstände und Opale beinhaltet. Um dir für deine Hingabe und Unterstützung zu danken, klicke hier, um sie zu erhalten. Also, was jetzt mit dem neuen Update, was vor ein paar Tagen rauskam, dazu kam, ist, ihr könnt jetzt alle eure Rüstungsteile oder Waffen auch optisch nach eurem Belieben anpassen. Finde ich schon ziemlich cool. Und alleine das hier, oder? Das ist doch eines Wikingers würdig. Alter, sie wird das Aussehen deiner Spielfigur komplett verändern. Dann gibt es hier auch nochmal so ein Rüstungsset. Angriff wird nach einer Tötung durch Benommenheitsabschluss erhöht. Zusätzliche Verbesserungen für Betäuben. Klingt schon ziemlich nett. Überlegener Helm, okay. Jetzt sehe ich aber nicht, von welchem Set das ist. Durch Benommenheitsabschluss. Was das jetzt, wie man das genau macht, kann ich jetzt nicht sagen. Aber schon mal kostenlose Rüstung ist doch auch was nett, oder? Ist auch sehr, sehr nett. Hier auch nochmal ein Dolch dazu. Entwurf. Ah, okay. Rumpf, Rücken, Arme, Julbuche. Fein verschiedenes, entwohl Julbuche. Ach, hier, sieht man auf der Seite. Ah, hier für eure Stadt sogar noch. Sehr cool. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das werden wir jetzt mal kaufen. Kaufen in Anführungsstrichen. Das haben wir jetzt natürlich geschenkt bekommen. So, das wär's dann erstmal. Dann wollen wir natürlich jetzt mit der Geschichte vorangehen. Ja, man kommt nach langer Zeit wieder zum Assassin's Creed spielen und dann bekommt man direkt Geschenke. So gefällt es einem doch, oder? Natürlich gibt es auch zusätzliche Events zu diesem wunderschönen Ostara-Season. Mal gucken, ob wir gleich direkt damit starten oder nicht. Ich muss erst mal sehen, wo Bringst sind wir? Etwas? Oh, das ist ja ein bisschen länger her, als wir hier unterwegs waren, ne? Es ist Zeit von Istre und die Siedlung ist erfüllt von Farben und den zarten Duft von Schnittblumen. Freue dich auf neue Aktivitäten, die Rückkehr alter Favoriten und einzigartige Belohnung. Es gibt neue Fertigkeiten, neue Skills und soweit ich irgendwie gesehen habe, kann man hier sogar Osteier suchen. So, was passiert denn jetzt? Die Lichter leuchten. Ach, gut, Eivor ist hier. Nun können wir das klären. Worum geht es denn diesmal? Hm? Dieser Spielverderber will Erstre nicht feiern. Es ist Tag und Nacht gleiche. Der Schleier zwischen unseren Welten wird gefährlich dünn sein. Wir müssen uns vorbereiten. Warum nicht beides? Bereitet euch auf den Frühlingsanfang vor und feiert Erste. Ich sehe, ihr habt schon mit dem Schmücken begonnen. Ulala. Natürlich haben wir das. Das machen wir immer. Außerdem gibt es einige Veranstaltungen, unter anderem ein paar Lieblinge vom Julfest. Der ganze Lärm und Spaß wird die Geister anlocken. Ich werde dir helfen, die Siedlung vor ihnen zu schützen, Alvis. Gut, suche mich nach Einbruch der Nacht auf. Und bevor er dir die Eierjagd erklärt, wisse, dass ich dazu genötigt wurde. Eierjagd, yep. Wohlan, es gibt viel zu tun.
Du könntest Norwid beim Schmücken helfen und Maida braucht etwas Aufmunterung. Sie hat es nicht gut aufgenommen, dass sie zur Frühjahrskönigin gekrönt wurde. Es gibt also viel zu tun. Und diese Eierjagd? Oh, die hat bereits begonnen. Sag Bescheid, wenn du dafür bereit bist. Okay, dann würde ich mal sagen... Yeah. So. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Oh, nein, 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 kein Geschlecht ändern hier. Ich stehe auf mein Geschlecht. Schade, da kam gerade was. Ja, jetzt kommen gerade die ganzen Geschenke. Ah! So, jetzt aber. Falsches Ding. Erstmal hier wieder ein bisschen klarkommen. Sprich mit Mai. Ah, da ist die Dame. War auch ein großes Update. Ich glaube, das waren so knapp 13 GB, die wir eben runterladen mussten. Maida, ich habe gehört, du wärst zur Frühjahrskönigin gewählt worden. Oh, ich hasse es. Ich habe allen gesagt, dass ich das nicht will, aber sie haben nicht gehört. Oh nein. Warum muss ich diese furchtbare Blumenkrone tragen? Das ist doch kein Kopfschmuck für eine Kriegerin. Vielleicht könntest du sie mit Stolz tragen, wenn sie besser zu deinem Huga passte. Ja, das klingt vielleicht seltsam, aber ich will eine Krone aus einem Tier, nicht aus einem Garten. Bertam hörte Sunifa über ein Tier sprechen, das zurzeit sehr viel Wild im Wald reißt. Bisher konnte sie seine Fährte nicht aufnehmen, aber es wäre mir eine Ehre, eine Krone aus einem solchen Raubtier zu tragen. Diese Bitte kann ich leicht erfüllen. Ich komme mit einer Krone zurück, die unserer Frühjahrskönigin würdig ist. Danke, Eivor. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, dann würde ich mal sagen, ja, die Bestie, wo ist sie denn? Was? So weit? So, warte, erstmal... Oh, Entschuldigung. Na, Quest anzeigen. Aber, das war doch auch hier drüber, aber ich will jetzt nicht die Quest anzeigen lassen. Okay, machen wir jetzt mal so. Quest verfolgen, zack. Ah, jetzt können wir endlich. Halleluja. Hat aber auch lange gedauert. Genau, die Wikinger-Schlägerei. Kämpfe, Trinkhorn, verwette Marken. Festlich soll es sein. Also die ganzen Quests sind jetzt hier noch für knapp 7 Tage vorhanden. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns ein paar davon auf jeden Fall mal zur Brust. Jage die Bestie. Die wollen wir auf jeden Fall mal eben schnell machen. So, jage die Bestie. Wo wäre sie? Oh Gott. Mal ebenso nebenan ist es jetzt auf keinen Fall. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen mal eine Schnellreise hier. Zip. Die wunderbare Bestie werden wir jetzt mal holen, damit unsere Königin natürlich einen wunderbaren Kopfschmuck tragen kann. Mal gucken, ob das Vieh nicht sogar pottenhässlich ist. So. Stimmt, da kamen wir ja nicht so wirklich hin, ne? Aber ich habe da gerade eine Idee. Ja, mach doch! Oh, ich wollte gerade sagen, mach doch eine Attacke. Denn ich sehe hier gerade was ich damals wohl übersehen habe. Da unten ist das, ne? Und ich sehe jetzt hier... warte, da! Das habe ich damals übersehen! Das gibt es doch nicht hier. Guck mal. Jetzt kommen wir da bestimmt noch easy ran, ne? Und das übersehe ich dann. Eiskalt, das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir auch endlich das... Ach Gott. Und... Kohlebahn. Das gibt's ja nicht, ne? Ich kann mich noch erinnern, wie wir uns damals, oder wie ich mich damals so aufgeregt habe, ne? Weil ich nicht herausgefunden habe, wie ich den Schatz da bekomme. Und was ist? Mit einem Blick, ne? Zack. Gut. Was haben wir denn hier? Mal kein Eilfahrrad. Dann ist der uns eigentlich... Moin. Moin. Dank der Plünderer.
Jo. Anscheinend waren die Franken recht erfolgreich damit, Türme und befestigte Brücken in ihren Flüssen zu bauen. So, da werden wir uns mal uns um die Bestie kümmern. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht das schaffen, alle zwei Quests durchzuzocken, alle Quests in zwei Folgen ungefähr zusammenzubekommen. Das wäre natürlich optimal. Das Biest muss in der Nähe sein. Ich sollte nach Spuren suchen. Nach Spuren sollst du suchen? Dann gucke mal. Was? Dem habe ich irgendwas... Da. Da scheint was zu sein. Weil ich glaube, diese... Ein grausiger Anblick. Das muss das Werk dieses Untiers sein. Die meisten... Das Tier wurde auf eine Art ausgeweidet, ja, okay, die ich noch nie gesehen habe. Es muss Krallen oder Klauen haben. Okay. So, also auf jeden Fall wäre es schon ziemlich cool, wenn wir diese ganzen Quests hier noch mitnehmen können. Vor allem, weil sie einmal zeitlich begrenzt sind. Und da hinten haben wir nochmal was. Oh, bisschen Blut. Da ist eine Blutspur. Die sollte mich zu dem Raubtier führen. Okay, dann... Anderle, Anderle. Oder auch nicht? Dass du ein Feind bist, das sehe ich, ja. Ich sehe jetzt hier irgendwie keine direkte Spur. Ah doch, da hinten. Ach. So, was haben wir hier? Das sieht aus, als würde es einem Bauern gehören. Aber hier im Wald gibt es keine Gehöfte. Hm, okay. Was ist das denn hier? Mit Blumen und so, ne? Ein Korb, da waren Blumen drin. Wurde ein Bauer etwa auch gerissen? Oder hat ein Bauer was damit zu tun? Fragen über Fragen. Wow, okay, das war's. Oh. Oh, Hilfe! Ist da jemand? Rettet mich vor diesem Ungeheuer! Naja, wenn du eins siehst... Beruhige dich, mein Freund. Ich werde die Waldbestie erlegen. Oh, den Göttern sei Dank. Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Weißt du, wohin es gegangen ist? Dort! Siehst du sie denn nicht? Hä? Bestimmt ist er das. Was? Sein Ernst? Ich sehe nur ein Hühnchen. Es ist ein Meister der Verkleidung. Lass dich von dem Untier nicht beirren. Bitte, du musst es erlegen. Gut, bleib hier, während ich mich darum kümmere. Es kämpft mit der Wut des Fenriswolfs. Was ist das für ein Ungeheuer? Ich habe dich doch gewarnt! Was ist das, ey? Muss ich jetzt gegen ein Hühnchen kämpfen, oder was? Das gibt's doch nicht. Stör, du grausame Bestie! Okay. Warte mal, ich werde mal eben hier ein bisschen... Wenn wir hier schon mal sind, können wir auch hier ein bisschen Nahrung sammeln, ne? Ernsthaft? Das war die glorreiche Bestie, die das Vieh da hinten getötet hat? Es ist sicher. Wo hast du dieses Huhn aufgetan? In Hel? Oh, besten Dank. Ich fasse es immer noch nicht, dass Romy mich angriff. Romy? Ja, das Huhn, das du gerade erlegt hast. Ich wollte es zum Markt bringen, als ein Bär erschien. Ich dachte, das wäre mein Ende, aber Romy beschützte mich. Sie bezwang den Bären, als wäre es nichts. Was? Ich wollte sie beruhigen, aber nachdem sie den ersten Tropfen Blut gekostet hatte, war sie nicht mehr zu halten. Das ist ein sehr besonderes Huhn. Stell dir vor, sie sollte geschlachtet werden. So etwas werde ich keinem Huhn mehr antun. Sag, darf ich Romy verwenden, um meiner Freundin eine Krone zu fertigen? Ja, natürlich. Es wäre mir eine Ehre, wenn etwas von Romy weiterleben kann.
Ich helfe dir sogar dabei. Okay, also eben war das eigentlich nur ein Scherz, so, ne? Somit auch. Am Ende ist das so ein echt hässlicher Hut oder sowas. Und dann wird das auch noch aus einem Hühnchen gemacht, ne? Also meine Lieben, ne, bevor ihr wieder anfangt, habe ich Hähnchen oder so zu kaufen, bedenket bitte, das Vieh kann gefährlich werden. Kehre zu Maida zurück. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück zum Dorf. Oha. Ja, man sieht hier schon die ganzen Quests. Krass. Okay, wir mussten einen Huhn töten. Okay. Okay, das war unsere erste Aufgabe. Töte das Hühnchen. Passt ja ein bisschen schon zum Ostern wegen den Eiern, ne? Aber, okay. Also künftig werde ich meine Wetten immer auf das Hühnchen platzieren, wenn ich sehe, ah, Hühnchen kämpft gegen Bär, Hühnchen gewinnt. Muss ich mir unbedingt merken. Feiges Huhn. Ah, das Sprichwort ist überall überholt. So, Hefnatorp. So, wo ist die gute Dame? Ob ihr neuer Hut gefallen wird, das werden wir gleich herausfinden. So, komm, lauf los, alter Mann. Aber die Dekoration sieht schön aus. Ja. Frühjahrskönigin, nun erhältst du deine Krone. Eivor, wie wunderbar! Welch schreckliches Untier gab sein Leben, um etwas so Schönes zu schaffen? Verrat's ihr. Es war ein geflügeltes Wesen, wie ich es noch nie gesehen habe. An seinem Schnabel tropfte Blut und seine Krallen waren schärfer als jede Klinge. Offensichtlich ein mächtiger Gegner. Ich wünschte, ich hätte dem Kampf beiwohnen können. Es war wahrlich ein besonderer Anblick. Ja, definitiv. Wirst du deine Rolle nun gerne übernehmen? Ja, ich werde diese Krone mit Stolz tragen. Ich danke dir. Oh, ne, und nachher gibt's Hähnchenschenkel. Es ist nicht in irgendeiner Kultur Sinn der Sache, dass man auch Festmarken, okay, wofür braucht man die denn? Dass man eben das Ungetier verzehrt. Hähnchenschenkel, Chicken Wings, alles, was ihr wollt. So, auf geht's zur nächsten Quest. Rede. Brunstorheit. So, ist das eine von denen? Wir gucken mal eben, ne? Brunstorheit. Trinke dein Bier schneller als dein Gegner und bleibe auf dem Bein. Ach, verdammt. Komm, wir probieren es einmal. Komm, Attacke. Müssen wir nochmal probieren. Aber das war schon ein bisschen schwieriger, ne? War mit A, D, glaube ich. Oder Q und E. Oh Gott. Hm, das könnte sich lohnen. Das tun Trinkspiele immer. Die Regeln lauten, erstens, du trinkst, bis sonst niemand mehr steht. Zweitens, das war's. Willst du spielen? Ein leichtes Spiel. Ja, komm. Aber sicher. Probieren wir. Oh, das wird jetzt... Ready. Okay. Skull! 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 Trink! Trink! Trinkt der irgendwie nicht? Nicht so sauber. Der trinkt gar nicht. Also der Gegner jetzt. Die haben wohl... Ach doch, da hinten. Ach verdammt. Stopp auf seine Stiefel. Komm runter damit jetzt hier. Wir sind doch echte Wikinger! Hier, wir kriegen euer Lager unter, oder nicht? Trink! Ja! Du bist ein rechter Schluckspecht. Komm jederzeit wieder. So, und jetzt haben wir, Kämpfen war, ne? Ich glaube, jetzt war das mit den Kämpfen. Oh, Brunstor. Ja, hab ich. So. Mal.
Ja, machen wir ihn so. Das ist schon ein bisschen nervig gerade. Wir müssen jetzt hier. Kämpf, trinke und verwerte Marken. Nehmen wir das mal eben. Weil das hat das eben. Es wurde eben von da so hingezeigt, dass wir dort hinlaufen sollen. So. Wir haben den Faustwettkampf wieder dabei. Jawohl. Gut. Ist schon zu lang her. Hat sich seit letztem Mal etwas geändert? Wir haben die Regeln ergänzt, damit es herausfordernder ist. Verdammt. Du erhältst für jede gewonnene Runde Marken. Oh. Du kannst jederzeit aufhören und sie mitnehmen oder sie im nächsten Kampf einsetzen und noch mehr gewinnen. Und wenn ich diesen nächsten Kampf verliere? Dann bleibt dir nichts. Je größer das Wagnis, desto größer der Lohn. Ich verstehe, was du mit herausfordernder meinst. Bereit zu kämpfen? Jawohl. Das bin ich. Okay, dann zeigen wir mal das titanistische eiserne Titanfäustart hier. Du bist erledigt. Hey. Hä, warum steckt er denn nicht? Hey. Ah ja, jetzt kannst du zuschlagen, ne? Bam! Bam! Hau ihn um da! Hau ihn um! Mein Herz ist ein rechten Haken! Hau ihn um! Hau ihn um! Ich will Blut sehen! Ich will Blut sehen! Bam! Okay, es war doch härter als gedacht. Es war härter als gedacht, muss ich schon sagen. Yeah! Er freut sich. So. Ah, okay. Nur ein Teil wird immer regeneriert. Also ich muss vorsichtig sein. Da kommt der Nächste. Und wo setze ich jetzt meine Marke? Bist du bereit für die nächste Runde? Weitermachen und die Marken riskieren. 10. Ja, okay. Die 10 Marken. Das bin ich. Attacke. Hau ihn weg da! Daneben! Ich hab dir nicht erlaubt, hier irgendwie auszuweichen, mein Freund. Und jetzt hau ihn um! Voll daneben, würde ich sagen. Habe ich mir jetzt die Hand gebrochen, weil ich da gegen den Tisch geboxt habe? So, dann trink mal, heil dich. Ja, wir sind fast voll, würde ich sagen. Oder ist das schon voll? Nein. Der nächste Langbart kommt. Bist du bereit für die nächste Runde? So, immer noch 10 Marken immer? Oder jetzt hier 20? Ach komm, machen wir mal weiter. Oh. So, und jetzt. Zeig dir mal, was ein richtiger Wikinger hier kann. Verdammt, ich will Blut sehen. Hä, wie oft will er denn hier noch hier diese komischen Dinger machen? Ah, ich glaube, einen Kampf machen wir noch. Bam! Und jetzt noch ein Superman-Kick hinterher. Wollte er gerade wegrennen? Ja, ist schon gut dabei, ne? Okay, einen einzigen Kampf können wir, glaube ich, noch bestehen. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Lebenspunkte verloren. Jetzt müssen das dann 40 Marken sein, die ich einsetze.
Das heißt insgesamt 80 Gewinn. Oder? Mit 30 nur? Was? Kriege ich immer nur 10 oder was? Ah ne, da machen wir jetzt nach der Runde Schluss. Das lohnt sich nicht. Was ist das denn hier für ein Kampfstil? Bam! Und jetzt gib ihn! Bam! Bam! Schade, dass sie da nicht so wirklich nach hinten fliegen. Das wäre auch eine coole Animation noch. Er ist echt besoffen, ne? Okay, der Kampf war in Ordnung. Oh, das wird ein Ire sein. Rote Haare. Bist du bereit für die nächste Runde? So. Jetzt sind's nur... Nee, wir lassen das jetzt. Ich nehme meine Marken-Sunifa. Ich habe noch etwas anderes zu tun. Genau. Du spielst auf Nummer sicher? Hier sind deine Marken. Dankeschön. Wird noch interessant, wofür wir diese Marken noch benutzen können. So. Da... Die Quest haben wir jetzt ja schon gemacht. Wir suchen jetzt mal nach einer anderen. Die hatten wir. Geisterschutz. Bewegliche Ziele. Nimm an der Bogenschieß-Herausforderung teil und gewinne Preise. Das wollen wir doch mal machen hier. Wo müssen wir dafür hin? Da vorne. Hallo. Was ist das alles? Du versuchst, so schnell es geht, so viele sich drehende Ziele wie möglich zu treffen. Möchtest du es probieren? Wenn mir Falle gibt's, klar. Gib mir einen Bogen. Bonuspunkte. Schieß auf die alle zugewandten Ziele, bevor sie sich drehen, um Bonuspunkte. Okay. Okay. Mal gucken. Jetzt wird's interessant. Sammel dich für einen Moment und dann los. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Bei dir sieht das so leicht aus. Bei Freyas Liebe, ein Meisterschuss. Ja klar. Du machst deine Ahnen stolz. Und dafür ist die Maus zu schnell eingestellt. Du machst deine Ahnen stolz. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Du wiederholst dich, meine Dame. Odins Auge, du schießt gut. Bei dir sieht das so leicht aus. Freyas Liebe, ein Meisterschuss. Die Hälfte hast du schon mal, Eivor. Yay! Sieht das so leicht aus? Du machst deine Ahnen stolz. Bei Freyas Liebe, ein Meisterschuss. Bei Odins Auge, du schießt gut. Dass ich auf dich gesetzt habe. Die wiederholt sich langsam, ne? Du machst deine Ahnen stolz. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Ah! Ja, die Maus ist noch viel zu schnell eingestellt. Das war sehr, sehr gut. Nicht vollkommen, aber gut. Hey. Du kannst dich jederzeit verbessern. Ach, die Alte ist jetzt auch als Gegner zum Boxen verfügbar. Ah, okay. Gut, dann haben wir das jetzt auch schon mal gemacht. So, ach, hier.
Also das nervt ein bisschen. Ich will direkt die Quests anwählen können und nicht hier die nächste freie Quest. So. Das heißt, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Jetzt kann ich so. Geisterschutz. Elvis braucht Hilfe dabei, Hefner Top vor bösen Geistern zu bewahren. Machen wir mal das jetzt. Nehmen wir mal diese Quest jetzt in die Hand. Laufen mal zu Elvis. Muss eben ganz kurz einmal auf die Zeit achten. Ja, meine Lieben, das war's nämlich schon mit der ersten Folge vom Easter Event. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr von den Geschenken haltet und was ihr bisher von den jetzigen Spielen haltet. Gefällt euch das Event? Gefällt es euch eher nicht so oder so? Haut einfach mal in die Kommentare und dann freue ich mich schon, euch in der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Macht's gut, meine Lieben!